Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von WWE 2K15. Endlich geht's auch hier weiter. Ja, langer Rede, kurzer Sinn. Ich muss erstmal ein bisschen was gucken. Ich habe ja absolut keine Ahnung mehr hier, wie mein Charakter aussieht. Oh Gott. Das ist höchst interessant, aber es gefällt mir nicht so ganz. Wir müssen, glaube ich, ganz kurz gleich mal ans Aussehen ran. Das geht ja so gar nicht. Mann, 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 was habe ich mir da das letzte Mal dabei gedacht? Ja, Freunde, was sowas angeht, da schwanke ich wirklich ständig hin und her und auch bei meinem anderen Spielstand. Ich glaube, alle drei, vier, maximal alle fünf Matches kommt ein neues Aussehen dazu. Also es ist, ja, ich brauche wirklich viel Abwechslung. Ansonsten wird mir schnell langweilig und das soll es ja nicht. Und ja. Das ist ja leider auch schon so ein kleiner Nachteil natürlich, dass WWE 2K15, muss ich ganz klar sagen, extrem wenige Möglichkeiten hat im Vergleich zu den Vorgängern, was das Gestalten seines Charakters angeht. Okay, das Aussehen an sich ist cool, aber irgendwie brauche ich Haare. Ich brauche eine Frisur, ansonsten geht hier nichts mehr. Und da überlegen wir dann mal, kann auch was ganz Einfaches sein. Das ist gar nicht das Thema, Freunde. Nur irgendwie so ganz nackig auf dem Kopf sieht das irgendwie, weiß ich nicht. Gefällt mir nicht mehr. Na komm. Die Ladezeiten sind ja mal wieder unglaublich. Ja. Jetzt muss ich gleich nochmal wegen der Farbe gucken. Da gehen wir erstmal auf den Bart. 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 Merkwürdige Farbe. So, jetzt hoffen wir mal, dass er das gespeichert hat für die Haare. Jawohl. Sieht irgendwie scheiße aus. Schwierig, schwierig, Freunde. Schwierig, schwierig. Was machen wir denn da? Gibt es vielleicht noch eine andere Frisur? Was ist mit der? Schauen wir uns die mal an. Die hat schon wieder ganz merkwürdige Reflektierung. Boah. Guckt euch das an, wie das hier aussieht. Bleibt das auch so? Ja, es wird noch heller. Das geht ja mal gar nicht. Vielleicht, wenn wir den Farbton ein bisschen runterdrehen. Gehen wir mal auf 65. Das könnte schon eher was werden, aber irgendwie. Freunde, Freunde. Irgendwie ist das nicht das Gelbe von Ei. Ich glaube, ich lasse das, obwohl das könnte noch. Gucken wir uns das nochmal ganz kurz an, bevor wir hier aufgeben. Und dann ansonsten soll es auch gleich schon losgehen. Ich möchte euch natürlich nicht zu sehr langweilen. Farbe runter auf 65. Das sieht doch gar nicht schlecht aus, oder was meint er? Ich finde, das sieht gar nicht schlecht aus. Jetzt gucken wir mal, wie das Ganze aussieht, wenn wir das hier noch entfernen. Schwierig, schwierig, schwierig. Mann, 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 und das dauert hier ohne Ende, Freunde, das ist unglaublich. Und diese Bartauswahl auf die ist echt katastrophal. Gucken wir mal, wie das aussieht.
der Farbe, wenn wir die jetzt auf unsere Farbe machen. Okay, 65 ist zu dunkel. 85. Auch zu dunkel. Gehen wir nochmal auf 100. Dann bleiben wir halt bei 135. Ja, wie sieht das aus, Freunde? Was meint ihr? Ich kann mich nicht entscheiden. Ich kann mich einfach hier nicht entscheiden. Jetzt legen wir das nochmal drüber. Das scheint nicht die gleiche Farbe zu sein. Obwohl das eigentlich die gleiche Farbe sein müsste. Sieht man das von Weitem? Das sieht man, das sieht man. Jetzt versuchen wir das mal so zu mixen, dass es hier wirklich kaum noch auffällt. Das macht das Ganze wieder nur noch schlimmer. Schwierig. Ja, ich lasse es jetzt bei 145. Da ist der Unterschied noch. Ich nehme es einfach weg. Ich nehme es einfach weg, Freunde. Machen wir es kurz und schmerzlos. Das sieht doch scheiße aus. Oh, komm, wie lange brauchst du denn, meine Güte? Das ist doch nicht zu glauben. So, weg damit. Weg mit dem Ding. Ich hätte es jetzt natürlich auch noch anpassen können. Klar, hätte ich machen können, aber das hätte wahrscheinlich die Folge gesprengt. So, dann lassen wir es jetzt erstmal so. Ja. Erst einmal lassen wir das. Und das dauert hier alles. Ja, also die Ladezeiten. Ja, es bringt ja nichts mehr darüber zu meckern. Das Spiel ist raus. Es ist nun mal so, wie es ist. Es hat gute Ansätze. Es hat viele Dinge, die es verbessert hat. Hat aber auch leider Dinge, ja, die nicht besser geworden sind, sondern eher schlimmer oder schlechter. Sei es drum, jetzt aber soll es endlich mal wieder gehen. Beziehungsweise jetzt soll es endlich mal wieder losgehen. Das Performance Center, ich denke, das können wir uns inzwischen sparen. Ich weiß gar nicht, wie weit ich inzwischen schon bin, Freunde, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn du bei den Superstars gut bist, bekommst du einen Pay-Per-View-Platz. Pay-Per-Views führen zu Championship-Matches und du willst ein Champion sein. Oder, ja, selbstverständlich möchte ich ein Champion sein und ich möchte meinen Champion gegen Sami Zayn verteidigen. Einzug aus, korrekt. Und ja, ich glaube, ich habe inzwischen auch zur Legende hochgeschaltet. Ich weiß jetzt nicht, ob er das hier für mitgenommen hat oder nicht, keine Ahnung. Wir werden es gleich sehen. Entweder verliere ich jetzt meinen Titel oder eben aber nicht. So. Ich habe auch von seinen Attacken überhaupt keine Ahnung mehr. Also gleich mal testen. Ja, das war ja, da war ja was. Zack, das klappt auch inzwischen relativ gut. Ja, das hat er gut gemacht. Ah, und da gewinnt er sogar noch. Mistkalt, ja, komm her. Ja, ja, so ein Schlag, der weiß ich nicht, wie lange dauert. Ist das kein Wunder, dass er immer dazu vorkommt? Na, komm schon. Gehst mir jetzt auf den Keks, also man merkt schon, das Timing fühlt sich auch ganz anders an. Vielleicht liegt es auch nur daran, dass ich so lange nicht mehr gespielt habe, wer weiß. Wir haben bis zwei Kämpfe gemacht mit meiner anderen Karriere.
Da hat es immer noch relativ gut geklappt mit dem Timing. Jetzt aber kriege ich gerade ordentlich die Hucke voll. Bin schon gelb im Körperbereich. Ah, jetzt habe ich endlich mal. Jetzt habe ich endlich mal. Streten interessiert mich nicht. Nein, mein Freund. So, was haben wir hier? Sehr schön. Die Schläge gehen in den Kopf. Was haben wir hier von der Seite? Komm, mach. Mach. Sehr schön. Und noch mehr Schläge. Sehr schön. Stimmt ja. Ich kann mich erinnern, oder ich glaube mich erinnern zu können, dass wir ihn doch sehr nach, ja, so ein bisschen Undertaker oder Triple H-like gemacht haben. Sprich, viele Schläge. So, was kommt jetzt? Oh, Spinebuster! Nice! Ich habe vergessen, den Kommentator auszumachen. Ich fällt mir gerade übrigens ein. Aber ich hoffe, das stört jetzt nicht so sehr. Wenn doch, dann tut's mir leid. Dann müsste eine Folge, ja, verkraften. Danach mache ich das Ganze wieder aus oder leiser. Mal gucken. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht, Freunde. Ja, Sammy zeigt mir hier so ein bisschen. Das Showgeschäft sieht nicht so gut aus. Sammy hat schon 93%, ist gleich beim Signature. Dürfte er jetzt nach dieser Attacke sein? Suplex mit Pinversuch. One. Ja, und da war's. Da war's vorbei. Oh, kam da schon. Sehr geil. Und dann noch mehr Schläge. Komm, Comeback. So. Mal sehen, ob wir das noch hinkriegen hier. Zack, Dropkick. Signature, was ist es? Was ist es? Ich weiß echt nicht mehr, was ich für Moves habe. Spinebuster, sehr schön. Wir gucken einfach mal nach und der Special Move ist ein Full Nelson. Full Nelson Facebuster. Also, das heißt, von hinten. Zack! Ja, das habe ich ganz vergessen. Na, das hat wahrscheinlich zu lange gedauert. Hier kein Powerpin mehr. One, two, und ja, Kick-Out von Sami Zayn. Aber ich glaube, der durfte trotzdem ganz schön einstecken, Freunde. Der durfte trotzdem ganz schön einstecken. So, noch mehr Schläge gegen den Kopf. Und der erste Schläge auf den Hinterkopf. Erhöhen das Denkvermögen. Vielleicht klappt es ja auch mit normalen Schlägen. Versuch macht gut. Na? Was wolltest du machen? Bam! Oh, back to the head. Back to the temple. Wir sind ziemlich in einer Form. Unser Ausdauer ist echt beschissen. You know these superstars will give everything they have to win here tonight. Komm schon. Ah, Konter von Sammy. Sammy Zayn with the reversal. Das macht dann jetzt Sprung von außen, jawohl. Und der hat sogar getroffen. Nicht schlecht, geiler Move. Schöner DDT jetzt noch zum Schluss und da hat er sein Signature. Jetzt müssen wir verdammt aufpassen, Freunde, wenn wir den abbekommen, denn könnte es das schon gewesen sein, aber wir kontern. Vertical Suplex Power Slam und ja. Der Alabama Slam. Wir gehen hier hin von unserem geladenen Finisher. Na toll, das hat er uns sogar noch weggeschoben, so ein Mist. Aber ja, das läuft dem gut, würde ich sagen. Jawohl. Jetzt kommt der Pin und und nochmal kommt er da sicherlich nicht raus. Ja, Freunde, das war's. Sehr schön. Gewinn. Durch Pinfall. Gewinnt durch Pinfall. Jawohl. Ich bin gerade total von der Schnur, warum auch immer. Es tut mir leid, Freunde. Ja, wir haben es geschafft mit, ja, ziemlichem Problem. Also ich glaube, das mit dem Schwierigkeitsgrad hat er genommen. Macht aber deutlich mehr Spaß, muss man ganz klar sagen. Ansonsten war es mir beinahe schon zu einfach. Ihr habt es gesehen, wir hätten fast unseren Titel verloren, hätte ich nicht seinen Signature gekontert, dann wäre es das höchstwahrscheinlich für uns gewesen.
So, aber ja, behalten wir den Titel. NXT Champion AJ Dynamite. Jawohl. Sami Zayn, guter Versuch, Kumpel, aber da musst du doch ein bisschen früher aufstehen. Das war's jetzt mit dieser Folge hier. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken. Wenn ihr, ja, wenn ihr Ideen oder Verbesserungswünsche habt, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben und auch so natürlich schreibt, was immer ihr wollt. Ein Klassiker, übrigens ein sehr gutes Match gewesen. Freut mich. Haben auch gut verdient, 7812 Virtual Credits hier durch die Titelverteidigung. Ein gutes Match, ich sage dir Bescheid, ob wir dich aufbauen oder nicht. Und ja, ich sage noch einmal, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Nation Zero, ciao, ciao. Oh, Moment, da muss ich ja noch ganz kurz noch was nachschieben. Du kannst endlich an einer Pay-Per-View teilnehmen. Du kannst nun drei auswählen. Wähle die Pay-Per-Views, die dich am meisten interessieren, Freunde. Ja, was nehmen wir? Night of Champions. So, Night of Champions, Elimination Chamber und Extreme Rules. Das sind die drei Pay-Per-Views, die ich für mich ausgesucht habe. Jetzt aber mache ich hier die Biege. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.